Ah, ladies and Gentlemen, willkommen im wunderschönen Club Joy vom Gran Casino Baden bei der zweiten Carlos Sanchez Show. Ihr seht alle gut aus, soweit ich sehe. Ihr seht alle super aus. Schön, sind ihr da. Macht bitte einen riesengroßen. Und wenn ich riesengroßen meine, meine ich riesengroßen Applaus für eine legendäre Hauselüterregel. Komm wieder! Riesenapplaus! Noch mehr! Yeah! Und ich hatte eine Firma in Baden, wo ich in Detwil, Leutenecker. Ist im Gleichen gegangen. Wer kennt es nicht? In Detwil ist man Leutenecker, aber. Und dann habe ich gedacht, gerade im Gleichen. Bitte mache ich immer lieber, ich bin daheim jetzt, in dem Wetter, aber Baden ist immer für mich etwas wert. Ich habe mal ein Turmfest gewonnen in Baden, in jungen Jahren. Genau. Bravo, und zwar und das 19. eidgenössische Kranzturnier. Du wirst nie Bauschlosser, sondern du sollst nach Hollywood gehen. Hat er recht gehabt, gell? Hat er recht gehabt, ja, gesehen. Ja, gesehen, nein. Ich war auch gesehen. Das war ein guter Lehrmeister, gell? Es war ein ganz, es war ein Gewerbschullehrer. In der Schule war ich der beste Rechner, sonst hätte ich nicht viel können. Aber Rechnen habe ich gut können. Das ist auch wichtig im Leben. Und dann, in der Lehrschaftsprüfung gemacht, habe ich mir Not, habe ich überstanden. Ich bin ins Büro gekommen und gesagt, Hans, das ist jetzt vier Jahre. Mhm. Ich bin der beste Athlet, der Domfestlieger, das ist wieder mit der Domfestlieger. Aber Bauschlosser machen Sie nie Karriere. Nie. Es gibt für Sie drei Sachen: Englischlehrer, Hollywood, Filmschauspieler, mit der Schibald, die Rennen mit dem Rost rum. Wenn das nicht lange ist, hat er gesagt, dann geht es zum Zirkus. Nie. Die haben einen Unterhaltungswert und können mit den Frauen gut schlagen. Ja, wichtig ist. Das wundert uns und, nicht. Und also, wenn das nicht langt, dann geht ihr auf Italien, Sizilien, weil ich einfach Mafia bin. Das war auch Karriere gewesen für dich. Ich habe Gewerbschullehrer gesagt, Herr Kadolfo, bedanke mich für die schönen Worte. Sie haben sich sehr müde mit mir, ich weiß es. Aber eins sage ich Ihnen, von mir gehören da noch. Richtig gemacht, hast du gut gemacht. Ja. Und du wärst schon mal fast James Bond geworden. Es ist noch ein bisschen ums Englisch gegangen. Was für eine Bond wärst du gewesen? Ich habe ja die grossen Filme gedreht, die Wildgänse-Serie, ja. Commander Leopard, Commander, Hölle der Wölfe, also viele Filme, Philippinen, überall gesehen. Und dann haben mich die Engländer, beide Brüder Bruckeli, das sind zwei Brüder, die sind besser gestorben, die sind noch älter gewesen, die sind 20 Jahre, aber nicht mehr oder 30 Jahre. Die hätten mich gerne als James Bond gehabt und sie haben mich auf England geholt. Und dann viel länger, weil. Aber. Hey, bravo! Hey, James Bond ist in dir! Leider war ich zu dumm, um perfekt Englisch zu reden. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to say one single word. Cause you don't have to be rich to be my girl. You don't have to be rich. Baby girl, I feel the love is real. Tonight is the night, let's go and have a thrill. And on Sunday, all we do is chill. Champagne, life, girl, don't worry about the bills. I do very bad things and I'm doing very well. In my bed, in a bad one, it's the wrong place. When I'm good, yeah, I'm good. When I'm bad, yeah, I'm better. You so hot, baby girl, it's on a chase. Baby, I will buy you the whole world. You don't have to be rich to be my girl. All in time. You don't have to say one single word. Cause you don't have to be rich to be my girl. You don't have to be rich.
Damn, you look like a princess, $1 million kisses. My heart was broken, my heart was frozen, but now you call me early in the morning. You look so gorgeous and I love the way you talk her, the way you walk her, you make me crave. Baby, it's time to play. We can travel the globe from LA to Rome, Rio de Janeiro, Miami, Tokyo. No rain in Spain, just the beach, white sand. Mighty, all you gotta do is take my hand. I know I do very bad things and I do it very well. In my bed, in a bed, one is the wrong place. When I'm good, yeah, I'm good. When I'm bad, yeah, I'm bad at you, so hot. Baby girl, that's on this chest. Baby, I will buy you the whole world. You don't have to be rich to be my girl. Hey, you don't have to say one single word. Cause you don't have to be rich to be my girl. You don't have to be rich. Woo! Rich. You don't have to be rich. You don't have to be rich, 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 rich. You don't have to be rich. Stell dir mal einen Applaus für das Sommer. Rank Trading. Schön, Bob. Würdest du lieber mit Aliens mitgehen oder in den Knast? Ich habe nicht verstanden. Mit Außerirdischen mitgehen? Zu ihnen glaubst du das, dass es gibt? Oder würdest du... Ja, ich habe 15 Schafe, kein Militär, kein Jus. Aschenka. Ist es nicht immer noch so, dass man ins Militär muss, wenn man Karriere will machen? Ja, ich kann Karriere wieder machen, aber ich will den Schuss nicht raus. Aber... Oh, ich bin froh natürlich. Wenn ich gestockt worden wäre, dann hätte ich so eine kleine Rente. Nein, dann hätte ich mit Fahrflügen rumfliegen. Nein, okay, voilà. Bitte. Und schaust du auf deinen Haarschnitt und auf deine Haarfarbe? Ist das wichtig? Alles. Bist du eitel? Dann muss ich pflegen, muss die Haare pflegen, man muss die Stauz pflegen und man muss die Zähne pflegen. Und die Sicherheit muss man immer schneiden. Nein, das ist wichtig. Sicherheit, wir machen viel kaputt im Bett. Nein, ich kann es nicht. Ja, das stimmt. Man muss sich pflegen. Wichtig ist, denkt immer den Leuten, den Büroleuten, den super anlegen. Geht auch noch in die Zähne putzen. Aha. Das stinkt auch nicht auf, weil rauche ich auch im Auto. Aber du rauchst Zigarre im Auto? Aber wie leige im Auto im Auto. Da sofort aber immer spülen, das Auto durch den Wind, durch die Luft. Mhm. Man muss einfach nur alles, es ist wichtig, dass man super ist. Das heisst ja den Mitarbeiter, die bei dir Karriere machen. Ja, gut, dir, okay, also, gut, ich kann heute nicht mehr so streng schauen wie früher noch, aber mit einem Ringelhosen habe ich gesagt, leg die anderen Schatten. Und dann habe ich es auch gemacht. Ich habe eine neue Hose gekauft. Ich habe eine komplett eingeschaltet. Fertig gesagt, so kann ich jemand anlaufen. Nein. Was ist wichtiger, viel Geld oder viel Freizeit? Oder ist das Gleiche? Ist Zeit gleich Geld? Oder was ist wichtiger? Ist beides wichtig. Aha. Geld muss man haben, sollte man haben. Sollte man haben, wie viel? Also, zum glücklich leben, wie viel? Ich hätte das Geld gut, weil ich finde, ich kann auch helfen. Ja, du bist und jetzt so gewinnig. Zeit kann ich immer zu wenig für alles. Ja. Wenn du eine Firma hast, kann ich nicht, weil die Firma aufbauen haben und Sport lieber hast, hast du immer keine Zeit. Der Tag ist verschwunden gewesen. Ja, ja. Und jetzt realisiere ich, als ich älter geworden bin, wie viel Zeit ich auf einen Blendplatz habe. Ja. Dann mache ich auch vielleicht einen Blendplatz für nichts. Nein. Du hast ja, ich weiss auch etwas über dich. Du hast 9,8 Handicap im Golf. Ladies and Gentlemen, machen wir mal einen Applaus für den Golfschläger, für den Kleinen. Ich habe ja jetzt eine Frage an dich. Kannst du mir mal zeigen, auf was ich muss schauen, wenn ich den richtig einlachen will? Ja, wo ist die Einlachen? Wo? Da vorne. Schau mal, siehst du dort? Haben wir ein kleines Ding präpariert. Machst du es gerade direkt? Sehe ich zuerst mal. Also schau jetzt. Ich habe gelernt, Bein parallel, in der Mitte muss der Ball sein. Da habe ich nicht erwartet, eine Kugelstellung. Also, so da, oder? Dann schön ruhig. Die Hand. Schau mal! Ja, ja. Das ist alles Geist und spirituell. Ja, gerne. Und so. Ja. Dann schau ich das Ziel an und. Jede Wett. Schade. Jede Wett. Es ist nicht einfach. Also, da bringe ich nicht mehr rein. Ich muss den Kneppen, den Frauenkneppen. Der
Nein, Brauerknebel ist das. Nein, das ist nicht der richtige Zug. Ein Hasentöter ist das. Ein Hasentöter. Okay, schon breitbeiniger da, schon mal. Nein, muss ich im Wolf muss ich das so machen. Und so. Zeigen, die Wurst zeigen. Aha. Und Zigarre habe ich mir. Zigarre. In diesem Applaus für Doris, bitte! Hallo! Doris, du machst das, schau jetzt! So. Ja, ich will das will ich super nachmachen. Ja. Hallo! Applaus! Heißes! Applaus für Doris! Applaus für Doris! Das war Schulpflegepräsidentin von Spreitenbach. Oh wow, bravo! Voilà. Und bravo. Ich sehe das zwar mir dann gut aus. Da halte ich schon nicht. Okay. Bravo, Doris. Okay. Was ist das Wichtigste beim Golfen? Auf was kommst du da? Ruhig bleiben? Ja, schau mal, das Golf. Ich spiele so lange Golf, so lange. Ich will gar keine Theorien geben. Ich bin alle Jahre schlechter. Ja, du hast aber ein gutes Handicap. Ja, gut, ich bin immer noch einstellig, aber ich spiele es auch nicht mehr. Ich habe nicht mehr gespielt, mich nicht überhaupt, aber ich bin ein guter Golfer. Ja. Ich wohne an 3 Golfplätzen, Knarrschinsel in Genfersee, Kommentar noch, ich möchte immer noch unter Null haben. Das ist immer das Wichtigste. Ah, ich würde es aber gerne lernen. Ja. Ich bin ja auch noch jung. Ich liebe den Lehrer. Alle nicht beraten. Schade, schade. Wie sind Sie aufs Bobfahren gekommen? Ich bin immer, man kommt immer zufällig dazu, ich bin einer von den Turner, einer von den Turner, und bin sehr schnell gewesen, 100 Meter. Und dann hat es eine Bremse, hat es Türmann gehabt, wo so schnelle Leute gebraucht haben, schnelle Leute gesucht haben. Dann hat es geheißen, es wohnt einer in Genf und der ist unheimlich schnell. Kohle hat er auch noch. Und dann sind wir auch, dann sind sie zu mir auf Genf gekommen und dann habe ich angefangen, ich will eins sagen. Die erste Bobfahrt in meinem Leben im Hocken gelegen, in Chavilla. Ich habe auch gedacht, ich habe trainiert im trockenen Zweierbob mit dem vierten Sommer im Herbst, auf ein paar Stoßen, reinsteigen, auf ein paar Stoßen, reinsteigen. Und dann bin ich auf Chavilla einfach auf der heißesten Bahn von der Schweiz, von Italien. Und dann bin ich dort gewonnen. Oh. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Katzenspiel für mich. Ein Katzenspiel. Ich habe den Bob angestoßen, wie ich es gelehrt habe. Das war die trainierte Frauenmannschaft im Zweier. Nach der vierten Kurve, ich weiß nicht, wo ich bin. ich habe den Bob umgerührt und dann muss ich oben hocken. Und dann habe ich mich aufhören und dann habe ich wieder oben gehockt, im Vierer, und dann ist es losgegangen. An der ersten Fahrt war ich gar kein Held gewesen. Und auch die Menge, die ersten 10, 20 Fahrten, hast du immer Angst und Respekt. Aber es ist ein heißer Sport, aber gut. Wow, also per Zufall eigentlich. Ja. Spannend. Und heute sicher, Europa ist sicher geworden. Wir sind in der Selbstmörderbahn gefahren. In Sabinia, in der Selbstmörderbahn. Nein, das heisst. Bobsport ist ein heißer Sport. Gefährlich. Ich bin heute in die Olympiade gegangen, weil ich bin auf jeden Fall gebrochen, zwischen den Gedankenbrüchen. Da hat es mir Schlachtdurig gefickt, in Ostdeutschland. Also, in der Unterwelt würde es mir Narben haben, sagen. Da hast du deine Frage beantwortet. Okay. Lil, was hast du Schönes? Wie war so die Olympia? Olympia ist herzlich. Erstens ist natürlich Klausur. Du bist eingeschlossen. Du trainierst einen Tag. Und wir haben kalt in Japan, in Sapporo. Und es war sehr kalt. Ich habe eine doppelte Lungenentzündung bekommen nach der Olympiade und ein Flug von Sapporo nach Tokio war nicht durchgegangen. Die Flüge haben es gemerkt. Und ich sagte, Tokio sind wir auch auf die Lungenentzündung im Spital. Also, das ist eine harte Sache für mich. Nach 2 Wochen in Tokio im Spital gelegen, dann heim. Ui. Ja. Leonie, was hast du? Sind Sie lieber Schauspieler oder Bobfahrer gewesen?
Es ist beides speziell. Bobfahren ist etwas Spezielles. Da musst du kämpfen und machen. Gegen die anderen, gegen dich selber. Und bei Filmen muss ich einfach da sagen, bist du von der Kamera alleine. Die Kamera ist beim Filmen. Nur vom Kopf, wenn du einen Dialog hast. So. Und hinter der Kamera hat es 30 Leute. Wenn du einen Dialog hast, dann kannst du ihn nicht. Da bist du ein dumm drin. Wenn sie anfangen zu husten, kannst du denken, das habe ich nicht. Es ist, also die Schauspielerei tut man sich, also Theaterspiel ist viel schwerer. Filmerei ist eine Sache, du darfst keine Angst vor der Kamera. Alle genießen Schweizer, alle Hollywood-Möller, Hollywood, jetzt alle Möller, keine anderen Kraut, Williger und alle, wie alle geheißen, in den Schauspielschuhe gegangen, aber die haben von der Kamera dumm tun, du musst so bleiben, wie du bist, yes. Natur. Bravo, bleiben authentisch, so wie wir sind. Haben Sie mal eine Schauspielerrolle gehabt, die Sie gar nicht gerne hatten? Wenn ja, welche? Gut, ich hatte die im Commander. Hat mich eine Schlange gebissen. Oh ja, der Commander. Der Commander? Nein, ja, der Commander war so. Ich habe mit den besten Verträgen auf den Philippinen, aber ich hatte zwei Verträge. Wir haben den Film, der Commander, ist später losgegangen und ich habe einen Vertrag am 4. Dezember als Dreh in Unterlaken in den Bengalsarmelder. Fahr aber, du bist mal überreden. Sehen wir mal rüber. So, nimm den mal rein, nimm den mal rein, schau. Sag dem mal schon Hallo. Das ist nett. Nein, ich habe Philippinen Commander gedreht und noch habe ich gedreht in Bern Oberland mit dem Wegen Gazara. Ich brauche genau, dass ich da durchgekommen bin. Nicht der Paul? Ja, Wille? Nein, dann hat mich im Commander, weil ich früher sterben musste. Von der Schlange. Ja, hat mich eine Schlange gebissen. Aber das ist so gegangen, die Schlange biss. Ein Tag lang ist die gegangen. Die Schlange war ohne Zähne. Und die Geisterspieler, die sind im Gamio reingelegt. Wenn die Filme nachschauen, kann man nachschauen. Gamio gelegt und die Schlange hat die gleiche Höhe mit dem Kopf. Aber die hat mehr Angst vor mir als ich vor ihr. Hat sich immer wieder versteckt. Und die haben 44, 40 Grad gehabt. Bis die Schlange auf meiner Höhe war, dann kann ich nicht machen. Ich habe 4-5 Stunden, dann kommt ein Vögel lieber. Es sieht alles gut aus, aber es ist einfach. Letzte Frage, Lil. Mach nicht. Sind wir mal reden lassen. Schön. Wie sind Sie auf Schauspieler gekommen? Ja, ich gut ist sehr. Was sind noch deine abschließenden Worte? An die Leute, wir haben jetzt alle schwierige Zeiten hinter uns. Du weißt, es sind nicht viel gelaufen. Oder? Ja, das mache ich noch gerne. Hast du noch eine schöne Ansprache für die Leute? Nein, ins Jahr rein, ein bisschen motiviert. Wollen ich es machen jetzt? Ja, bitte. Dann wollen wir einfach anmelden. Darf ich hocken oder stehen? Du darfst hocken. Gut, okay. Also, zuerst möchte ich mal Danke sagen für die Sympathie, die mir im Baden entgegenbringt. Ich bin stolz, dass ich so viele junge Leute im alten Markt nicht zulasse. Und eigentlich wollte ich sagen, ich habe viele Vorträge, alle K.U.-Tage in der Schweiz. In Luzern, dreimal heute noch nach 3 Jahren, dann habe ich mal wieder kommen. Wichtig ist, den jungen Leuten eine Message mitgeben. Wichtig ist, man braucht eine Ehrlichkeit, man braucht Wille und man muss sich zufrieden sein. Und nicht auf den anderen schauen, dem anderen besser geht. Selber ist der Meister. Und das ist enorm wichtig. Und vor allem, sind nicht mit den Leuten, es kommt retour. Freundlich mit den Leuten und den Leuten zulassen. Und das ist wichtig. Da kann man wieder Mensch, wenn ich heute lernen. Ich habe allen Leuten, ich lehre heute wieder, ich lehre so viel, ich lehre immer höheren Alter, lehre ich immer dazu.
Wichtig ist, zufrieden sein mit sich selber und dort immer aufs Aussehen schauen. Wichtig. Und eins sage ich jetzt auch noch, dort euch bewegen. Morgen die Petrusgruppe tun, wechselt noch einmal. Hocken, linken Beinarzt, hin und her, hin und her, und hin und her, und hin und her. Und dann ein Spiegel an der Stirn und sagt, komm, back, komm, ich bin nicht heiß, ich brauche einen heißen Trainer. Voilà. Ladies and Gentlemen, Hansi Lübeneck, danke dir vielmals für den Ehre.